bitte das Spiel zu machen. Du bist komplett wahnsinnig. Ich würde sagen, eher risikofreudig. Wir werden es verlieren. Lass doch nur den alten Zocker machen. Ja. Aber das sind über 8000 Mark. Noch. Roberto, weißt du, was man mit 8000 und alles anfangen kann? Das wirst du gleich sehen. Tu es nicht, du wirst es bereuen. Hände weg von meinen Jetons. Die findet kommen nicht alles im Bauch. Das müsst ihr deinen Verstand fragen. Roberto, bitte. Hände weg. Das kannst du nicht machen. Doch, das kann ich. Oh, Papa, bitte, das ist bitte, Wahnsinn. Die Chancen sind gleich null. Papa! Die 5 spielt nicht. Okay, der 5 spielt nicht. Okay. Nichts geht mehr. Bitte. 5. Ohne Permont. Nichts auf diese Nummer. Oh nein. Das habe ich doch gewusst. Das habe ich ganz genau gewusst. Das gibt's doch gar nicht. Verdammt! Alles klar. Bitte sehr, spielt's. Warum geht's ab? Für die Anstecken. Danke sehr, Herr Lachs. Für die Anstecken. Bitte das Spiel zu machen. 117.500 Mark weg. Einfach so weg. Wenn wenigstens Lire gewesen wären. Aber nein, ausgerechnet die harte deutsche Mark. Ich bin an allem schuld. Ach was, ich hätte mir nicht reinreden lassen sollen. Ich Idiot. Aber was soll's? Es hat eben nicht sein sollen. Es tut mir so leid. Vielleicht hast du was daraus gelernt. Oh ja, wie man sich schnell eine Menge Geld bringt. Du musst in Zukunft besser auf deinen Vater hören. Außerdem, wir haben nicht alles verloren. Du hast ja ein bisschen was noch retten können. Ach, das sind doch nur Peanuts. Immerhin reicht's. Für? Um den Kummer runterzuspülen. Du willst nicht trinken? Ich will mir nur den Abend nicht versauen lassen. Schließlich war ich wieder mal so dicht dran an meinem großen Glück. Bedienung! So, wer hat noch nicht? Signora, Sie sind mein Gast heute Abend. Ja. Sie auch noch? Ah. Cool. Und für mich auch. Salute. Salute. Celentano. Bisschen lauter, bitte. Endlich war Musik nach meinem Geschmack. Ecco, Signora della Casa. Madame, schenken Sie mir diesen Tanz? Sind Sie sicher, dass Sie mich meinen? Aber Sie sind doch einzige richtige Signora. Oh, danke. Das geht doch wunderbar. Wir beide sind wie Ginger Rogers und Fred Astaire. Das hätten wir öfter machen müssen. Ja, dann besuchen Sie uns bald wieder. Sie waren wunderbar. Mille grazie. Okay. Gero, du sollst auch tanzen. Ich sehe doch alt aus. Aber ich bitte dich, Gero, du mein Sohn, du könntest auch. Na, dann eben nicht. Dann trinken wir. Wir sitzen auf dem Trockenen. Kommt sofort. Gleich geht's weiter. Wir lassen Champagner fließen. Ja, und das Geld fließt uns auch weg. Voilà. Ah, Signora. Mille grazie.
Wir wollen nicht mehr vom Geld reden. Jetzt wird gefeiert. Salut. Salut. Mein Gott. Ich dachte, von Champagner kriegt man keine Birne. Ihr habt ja gleich gesagt, du sollst nicht alles durcheinander trinken. Aber mein Herr Sohn wollte wieder nicht auf seinen Vater hören. Ach, ja, ja. Gib mir lieber mal Kaffee. Ah, Moment, das mache ich. Bitte sehr, du sollst dich ja nicht überanstrengen. Meine kleine Tochter, ist sie nicht süß? Danke. Ja, manchmal kann sie ganz nett sein. Kaffee? Nein, ich nehme mir lieber Wasser. Mit Aspirin? Nein. Bitte, Senor. Okay. Jetzt müsst ihr aber auch endlich erzählen, was ihr gestern gemacht habt. Oh, ein bisschen gefeiert, wie sich so für richtig arbeitende Männer gehört. Aber es war ein schöner Abend, hm? Ganz genau. Mal abgesehen vom Anfang. Was war denn? Ich habe deinem Vater mein kleines Vermögen gebracht. Er hat mein Portemonnaie verloren. Wo denn? Weiß ich nicht. Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Ja, ihr müsst doch wissen, wo ihr gewesen seid. Filmriss. Tut mir echt leid wegen des Geldes. Ach, mach nichts. Es ist passiert. Nächstes Mal passt aber besser auf. Nächstes Mal halte ich mich aus deinen Geldangelegenheiten raus. Na, auferstanden von den Toten? Morgen, Barbara. Gute Besserung euch beiden. Die waren so breit, die wissen nicht mal mehr, wo sie waren. Ach, so kann man es auch nicht sagen. Oh, wir wissen alles. Wir haben nur gewisse Lücken. Oh ja, das habe ich gemerkt. Ich habe kaum euer Bett gefunden. Woher sollst du das wissen? Du warst doch nicht dabei. Naja, das war kaum zu überhören.